So, wer sich bezüglich Brüssel noch mal vernetzen will, kommt ruhig nach vorne. Patrick steckt hier, er hat ein bisschen Zettel da mit Kontaktdaten, passt. So, wir haben jetzt die neue Tradition, Nachrichtenblock. Sprich, Rückblick, Wochenrückblick der letzten Woche, was passiert wurde. Wir haben diese Woche leider niemanden gefunden, der die alternativen Nachrichten abdeckt. Sprich, wir machen heute so ein bisschen kürzere Geschichte daraus. An der Stelle gleich der Aufruf. Wer möchte, wer mitmachen möchte, meldet sich bei mir, bei uns, kommt einfach nach vorne, sagt Bescheid. Wer hier sprechen möchte, einfach Nachrichten vortragen möchte. Wir wollen euch einfach einen kurzen Rückblick geben, was ist eigentlich die letzte Woche passiert. Viele von euch sind informiert, sind auch über ganz viele Medien informiert, aber dass man es einfach nochmal kompakt, kurz zusammen, was ist passiert. Ivo, du darfst heute vortragen. Bitte. Test, Test. Ja, funktioniert. Hallo zusammen. Ja, bin der Ivo und habe heute die Ehre, euch die Nachrichten zu verkünden. Gibt es irgendwie dramatische Musik oder so? Ich finde das, naja, gut. Ich habe das alles nicht so selber vorbereitet und bin jetzt ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden, deswegen kann es ein bisschen abgehackt klingen. Ich fange einfach mal an. Also ich mache es erstmal themenbezogen, erstmal zur Ukraine die Woche, wie die lief, dann nach Irak und dann nochmal so Sonstiges. Ich versuche mich kurz zu halten, ist ja wieder relativ viel passiert. Also die Regierung stimmte einer Hilfslieferung nach Lugansk unter Federführung des Roten Kreuzes zu. Russland, USA und die EU unterstützen. Das Leid in Donetsk und Ostukraine ist natürlich wieder, ne? 300.000 Menschen sind mittlerweile auf der Flucht. Bilder von Verwundeten, Toten und Verletzten, wie immer. Dienstag. Russland und die Ukraine streiten über den Hilfskonvoi. Ukraine befürchtet, russische Truppen könnten in Lastwagen versteckt sein, ne? Troja und so. Der ukrainische Sicherheitsrat zeigt Bilder, auf denen Militärfahrzeuge in der Nähe des Konvois zu sehen sind. Ja, da frage ich mich, warum das so fraglich ist, weil die sind ja sowieso von einem Militärstützpunkt gestartet. Also kommt mir ein bisschen wieder wie Hetze oder Eskalationsstrategie vor, aber gut. Es ist wieder nur Mittwoch. Streit um die Hilfslieferungen hat sich verschärft. Ukraine und Russland schieben sich die ganze Zeit irgendwelche Behauptungen oder Vorwürfe zu. Was davon im Endeffekt wirklich stimmt, können wir leider von hier aus gar nicht wirklich beurteilen. In Donetsk hat das Militär weiter mit Artillerie geschossen. Mindestens 3 tote Zivilisten wird berichtet. Putin hat am Mittwoch die Krim besucht und hat dann auch am Donnerstag gesagt, dass er das blutige Chaos bald beenden wollen würde. Wie, weiß ich nicht. Ich hoffe, es klappt friedlich, auf einem friedlichen Weg. Genau. Am Donnerstag, Konvoi steht vor der Grenze, aber Kiew lässt ihn nicht rein. Er ist an einem Grenzübergang, der von Separatisten kontrolliert wird. Das war am Mittwoch als Voraussetzung gegeben, dass halt nicht an Separatisten Grenzübergängen, aber ja. Kiew schickt scheinbar einen eigenen Konvoi in Richtung Lugansk. Der militärische Führer der Separatisten erklärt seinen Rücktritt und Russland fordert eine Waffenruhe, während der Konvoi passiert. Kiew hatte bis dato nicht reagiert gehabt bis Donnerstag. Am Freitag eskaliert die Situation ein bisschen. Es gibt Kämpfe in der Nähe des mittlerweile umstrittenen Hilfskonvois. Es gibt Bilder, dass Militärfahrzeuge auf dem Weg zur Grenze sind. Also von beiden Seiten wurde Militär mobilisiert. Der ukrainische Sicherheitssprecher droht, alles was reinfährt in die Ukraine, wird nicht wieder rauskommen. Halt so nach dem Motto, sich wieder ein bisschen aufplustern und mit uns kann man das nicht machen. Genau. Samstag. Merkel hat mit Putin telefoniert. Angeblich versucht sie, Europa, die EU und Amerika fordern Putin wieder mal auf zu deeskalieren. Frau Merkel hat in dieser Absicht mit Putin telefoniert.
Der Konvoi steht weiterhin vor der Grenze. Das Rote Kreuz hat den Konvoi mittlerweile untersucht und freigegeben. So, das war es erstmal zur Ukraine soweit. Montag, also jetzt zum Irak, Montag ging es los. Regierungschef Maliki kämpft um sein politisches Überleben durch die Krise mit ISIS, ne, darauf bezogen. Die USA bestätigt erste Waffenlieferungen an die Kurden. Es wird in Berichten von hochmodernen Waffen gesprochen. Deutschland will Montag noch keine Waffen liefern. Dazu komme ich gleich noch, wie sich das weiterhin noch verändern wird. Bundesregierung will die irakische Armee besser ausrüsten, allerdings nicht mit Waffen. Steinmeier plädiert für bis an die Grenze des rechtlich und politisch Machbaren zu gehen. Was auch immer das so heißen mag, das ist wieder so einer der politischen Schwafel, der eigentlich gar keine Aussage hat. Die Vereinten Nationen fordern Hilfe für die irakischen Flüchtlinge. USA fliegen weiterhin Luftangriffe gegen die ISIS. Überraschung, Überraschung, die USA stellen fest, dass IS-Milizen seien nicht gestoppt, scheinbar auch nicht ernsthaft geschwächt worden seien. Das hätte ich denen auch vorher sagen können, dass das nicht der Weg ist. Aber gut. Irakische Regierung ist überfordert anscheinend mit der jetzigen Situation. Mittwoch, die kurdischen Kämpfer sagen, sie haben noch nichts behalten, brauchen es aber dringend, obwohl die Hilfen schon zugesagt waren. 380.000 Iraker fliehen ins kurdische Gebiet. Die Bundesregierung diskutiert am Mittwoch mittlerweile, ob doch Waffenlieferungen befürwortet werden sollten. Der gute Cem Özdemir hat heute oder gestern auch sich klar dafür ausgesprochen. Finde ich persönlich eine Frechheit, aber ja. Sprecher der CDU hat am Mittwoch wörtlich gesagt, die Engländer haben schon Hubschrauber geliefert. Es ist höchste Zeit, dass wir etwas tun. Okay, ich raste jetzt nicht aus. Also, was sollen wir bitte tun? In den Krieg ziehen? Sollen wir alle wieder... Ja, gut, wir reden immer wieder darüber. Ne? Was sollen wir tun? Warum müssen wir uns im Ausland beteiligen? Warum müssen wir wieder Stärke zeigen? Ich dachte, das wollen wir nicht mehr. Wir wollen... Okay. Donnerstag, Entschuldigung fürs Kommentar. Donnerstag, deutsche Hilfe für den Nordirak läuft an. Morgen bringt die Bundeswehr Hilfsgüter. Also, morgen Freitag damit gemeint. Ne? Die Flüchtlinge, die ich vorher erwähnt hatte, die im Kurdengebiet waren, ziehen mittlerweile, versuchen in die Türkei zu fliehen. Was ich ziemlich interessant finde, ist, dass die Tagesschau dann zu Spenden aufgerufen hat. Ja, also weiß ich nicht, wenn ich jetzt bei der Tagesschau anrufe und frage, ich will spenden, spende ich dann für Panzer oder für unsere Stärke im Ausland oder verstehe ich jetzt nicht. Also wenn ich spende, dann mache ich das bestimmt nicht über den Weg der Tagesschau. Ja, allgemein, am Freitag ist dann die allgemeine EU-Stimmung, dass Waffenlieferungen doch eine ganz gute Sache seien. Ja. Und Samstag, Steinmeier verspricht bei einem Besuch im Irak Hilfe. Inwiefern diese Hilfe, wie die dann am Ende aussieht, ob den Menschen wirklich geholfen wird oder ob eigentlich nur wieder Kriegsgerät verkauft wird, damit Mord und Elend und Totschlag über Menschen gebracht werden kann, weiß ich nicht. In Hannover hatten am Samstag 10.000 Menschen gegen die Gewalt im Irak protestiert. So, dann kommen wir, das sind die Hauptthemen. Dann haben wir ein paar Kleinigkeiten. In Gaza war es relativ ruhig. Seit Montag hält eigentlich die Waffenruhe, soweit was ich weiß. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe in den letzten Tagen keinen Nachrichten gehört. Gaza ist ruhig, kriege ich gerade per Kopfnicken bestätigt. Genau, in Afghanistan, den Punkt finde ich sehr interessant übrigens. Amnesty International erhebt Vorwürfe gegen die USA. Vorfälle mit zivilen Opfern seien nicht ausreichend untersucht worden. Ist immer schön, dass man immer nach einem Krieg ein so ein Statement von Amnesty International oder einer ähnlichen oder einer vergleichbaren Organisation hat. Aber es interessiert keinen. Da wird einfach drauf gepfiffen. Danke. Finde ich sehr schade, dass halt
man einfach da sagt, naja gut, ja, zivile Opfer, ist halt Kollateralschaden, ne? Ist ja egal. Also ich finde es traurig, dass das immer sowas, es wird angesprochen einmal und dann wird das einfach weggewischt, so nach dem Motto, ja, shit happens, so, Menschenleben. Sind ja keine Weißen oder keine Europäer, keine, ja, egal. Entschuldigung. Ebola, ja, ist auch wieder von der WHO, die WHO setzt nicht abrupte Heilmittel ein und so, und das Medikament ist nicht ausreichend für die, in nicht ausreichender Menge vorhanden. Frage ist jetzt natürlich, wer kriegt es, wer ist privilegiert, das zu kriegen. So, dann nochmal Kleinigkeiten. Am Montag, Erdogan gewinnt die Wahlen, wird oder bleibt Präsident, wie man möchte. Ja, das kann ich weglassen. Videokameras in Autos verstoßen gegen das Grund, gegen den Datenschutz. In Missouri kam es in Missouri kam es den zweiten Tag in Folge zu Unruhen. Ein Polizist hat einen Schwarzen mehreren Schüssen getötet. Mittwoch, Gedenken an die Opfer des Mauerbaus in Berlin. Freitag. Genau, der BND hat offenbar Hillary Clinton abgehört. Zufällig abgefangenes Telefonat. Genau, also ich fand was das Thema anging, fand ich die letzten 10 Tage sehr spannend. Kommt auf einmal raus, dass der den ausspioniert hat und dann hat der da mitgehört und jeder empört sich und derjenige, der es gemacht hat, und alle machen so einen auf, hey, Peace ist doch Standard, also weiß gar nicht, warum ihr euch so aufregt. Und jeder regt sich über den anderen auf und irgendwie ist dann jeder andere, nö, verstehe ich jetzt die Aufregung nicht und ist mir schlecht. Genau, ein SPD-Politiker war der Meinung, es hätte nicht passieren dürfen. Also, weil diese Beziehungen dadurch gefährdet werden, dann frage ich diesen SPD-Politiker, warum ist das dann in Ordnung, dass die Amerikaner uns ausspionieren? Also, wenn wir dann entgegengesetzt mal zufällig ein Gespräch mithören, ist in Ordnung, denke ich. Also, ist meine Meinung zumindest, ganz objektiv. Genau, ich komme eigentlich auch schon fast zum Ende des Ganzen. Ich wollte noch mal zu 2 Todesfällen, die ich jetzt am Ende zusammenfasse. Also am Samstag ist ja der gute Peter Scholl-Latour verstorben, im Alter von 90 Jahren, glaube ich. Und am Dienstag gab es einen Suizid eines Hollywood-Stars, Robin Williams. Hat mich persönlich getroffen, weil ich den Mann mochte und allgemein, aber ich wollte, wenn das für die Organisatoren in Ordnung ist, hatte ich mit Leo abgesprochen, dass wir mal kurz eine Schweigeaugenblick, muss jetzt keine Minute sein, jetzt nicht unbedingt für Robin Williams selber, sondern für alle Menschen, für alle Opfer, die durch dieses System in Depressionen getrieben werden und keinen Ausweg mehr finden, dass sie lieber ihre Hinterbliebenen in Unmengen an Leid zufügen und Schmerz bereiten, als dass sie noch weiterkämpfen. Und ich bin der Meinung, dass dieses System der Grund ist, dass so viele Menschen sich das Leben nehmen und keinen Sinn mehr finden. Und ich würde den Menschen auch gerne gedenken. Dankeschön.